Ja, also mein Name ist Liri Dondema. Ich bin bei der Stadt Gelsenkirchen eingestellt, genauer bei der GKD EL. Wir sind Dienstleister für die Stadt Gelsenkirchen, für die verschiedenen Referate, die es da gibt. Und ich bin in der Abteilung Webanwendung zuständig. Ich bin da dualer Student. Das heißt, ich mache da meine Ausbildung und studiere auch nebenbei. Eigentlich ganz im Gegenteil. Also die Frage war, boah, gut, dass du es geschafft hast, also bei der Stadt zu sein. Und natürlich kam immer die Frage auf, wie sieht das denn aus? Also was machst du dann da jetzt genau? Und wie läuft das ab mit, auch mit Verbeamtung ist auch sehr oft eine Frage. Der große Vorteil natürlich bei der Stadt ist, wenn man hier fertig ist, fest angestellt, dass man hier eine gute Perspektive hat und eine sichere Zukunft. Also wenn man jetzt entwickelt und wenn man überlegt, wie viele Bürger die Stadt Gelsenkirchen hat, wenn man dann irgendwelche Anwendungen zur Verfügung stellt und wenn man am Ende die Resonanz von denen kriegt, danke, das ist sehr hilfreich. Also das ist schon ein sehr gutes Gefühl, Leuten helfen zu können. Also das ist wirklich super. Ich habe wirklich sehr großes Glück gehabt mit meinem Team. Mit den anderen Azubis haben wir auch ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Immer in Kontakt, immer am Schreiben, immer unterhalten, ist wirklich top. Und das ist eigentlich eine Sache, die kann man nicht beschreiben, das muss man erleben. Weil wenn man mit den Leuten hier redet, was für ein Gespräch man führt, was für Menschen es gibt, was für eine Art die Menschen haben, sind ja auch sehr viele Kulturen. Das ist auch wirklich alles sehr positiv. Leider ist es momentan noch so, wir sind überwiegend Männer. Deswegen nochmal ein Aufruf vielleicht an die ganzen Frauen. Bewerbt euch, damit wir mehr zusammenfinden können, damit es auch ein bisschen lebendiger ist und alles. Also wieso Gelsenkirchen? Die Vielfalt der Leute erstmal von den Bürgern. Unabhängig von den Arbeitskollegen, die man hat, die Vielfältigkeit. Viele verschiedene Leute, viele verschiedene Charaktere. Man erlebt jeden Tag was Neues, man lernt jeden Tag jemanden Neues kennen. Und das hat eigentlich nur positive Auswirkungen. Man freut sich einfach zur Arbeit zu gehen. Wir bei der Stadt Gelsenkirchen, wir sind abenteuerlich.